Hey, Tag, Leute. Ja, habe mich schon länger nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt hochlade. Aber ich wollte eigentlich nur mal, bin hier mal wieder am Spazieren durch den gruseligen, dunstigen Wald. Mal aufpassen, dass nichts von den Bäumen fliegt. Nee, ich wollte ja eigentlich, ich habe gerade so ein bisschen über Sachen nachgedacht, dachte mir, wie geisteskrank die Leute sind, so, weißt du, sind nicht mal in der Lage, einfachste Zusammenhänge des Lebens mehr zu verstehen. Sie verstehen nicht mehr, also logische Zusammenhänge nicht mehr. Sie verstehen, Mustererkennung klappt schon gar nicht mehr. Es ist einfach nur der Hammer. Oh Gott, jetzt bin ich, glaube ich, auf dem falschen Weg gelandet, oder? Nee, warte mal. So ist das hier. Nee, das ist doch der richtige. Naja, das geht. Genau, alles klar. Und dann habe ich mir so überlegt, woran liegt es? Ja, natürlich, die Antwort hatte ich auch schon vor 100 Jahren gehabt. Es liegt einfach am Bewusstsein. Es ist eine Bewusstseinsfrage. Um es einfach zu erklären, stellt euch eine Sinuskurve vor. Ja, also so eine hoch, runter, gleichmäßig, schön. Und genau in der Mitte läuft eine Linie durch. Sagen wir mal, die Linie in der Mitte, die Sinuskurve sozusagen teilt in zwei Hälften, wenn man es so sehen will, ist die Realität. Das ist das, was ist. Ja? Und ja, es gibt eine objektive Realität, also wer an der Stelle schon nicht mehr mitmacht, Tschüssi, geht noch mal ein bisschen was lernen. Es gibt eine objektive Realität und nur weil ihr mit eurem kleinen Geist nicht in der Lage seid, es zu begreifen, ich übrigens auch nicht, das würde ich auch nicht behaupten, aber sie existiert so. Und Bewusstsein ist halt die Sinuswelle, die sich da rumschlängelt. Und sie kann gestauchter sein oder weiter gedehnt. Und je nachdem ist dann halt sozusagen die, wenn du es so nennen willst, die Qualität des Bewusstseins. Ja, also ein Tier zum Beispiel, das Bewusstsein eines Tieres hat eine lange gezogene Sinuskurve. Sie schneidet sich mit der Realität, also in der Mitte durchlaufenden Linie, selten, sagen wir es mal so, genau. Und dann dagegen der Mensch hat in allgemein höhere, schnellere Frequenz sozusagen der Sinuskurve. Er hat mehr Übereinstimmung mit der Realität. Sein Bewusstsein kreuzt sich öfter mit der Realität. Aber die Sache ist, bei den Menschen gibt es auch noch Abstufungen. Prost übrigens. Nicht jeder Mensch hat das gleiche Bewusstsein, genauso wenig wie alle Tiere ein gleiches Bewusstsein, eine gleiche Frequenz des Bewusstseins hätten. So gibt es also auf diesem Planeten Menschen mit höher schwingendem Bewusstsein und niederer schwingendem Bewusstsein. Und ratet mal, ja, also es gibt Menschen, die haben eine Sinusquelle so, ja, deren Bewusstsein kreuzt sich seltener mit der Realität als das Bewusstsein von anderen Menschen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also auf die Scheiße, die jetzt hier abgeht, und ich will darauf jetzt nicht in Detail eingehen, weil das ist so viel und ich meine nur alleine diese Coronazi-Scheiße, das geht überhaupt nicht mehr klar. Es ist so, dass jedes wache Bewusstsein muss da mitkriegen, das funktioniert so nicht. Das geht so gar nicht. Aber anscheinend gibt es einfach zu wenig höher entwickelte Bewusstseine hier, dass die Leute es nicht mitkriegen. Weißt du, niederschwingendes Bewusstsein, die denkt sich, ja, ich weiß ja eh nichts und alles ist relativ und es gibt ja gar keine objektive Realität und ich kann ja eh nichts wissen und ich höre mal hier auf die Volldeppen, die mich eh die ganze Zeit verarschen. So. Das kriegen die nicht mit. Oder wenn sie es mitkriegen, sagen sie, ja, ist mir egal, so, ich kann halt irgendwie wie so ein halbes Tier leben, noch wenigstens ist mir egal. So. Aber höher schwingende Bewusstseine werden sich so eine Scheiße nicht bieten lassen. Das ist ein Riesenproblem und diese höher schwingenden Bewusstseine müssen gewisse Kreise loswerden. Weil es sind auch höher schwingende Bewusstseine, aber
sie stehen halt auf der anderen Seite. Das sind bösartige Menschen, die wollen euch versklaven mit. Genau. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also bitte, für mich ist es das Ziel der Menschheit, ein höheres Bewusstsein zu erlangen. Stehst du, die Schwingung des Bewusstseins zu erhöhen mit allen Mitteln. Das ist das Ziel der Menschheit. Es gibt kein anderes Ziel. Und so wie ihr vorgeht, kommt genau das Gegenteil daraus. Degeneration, Bewusstsein wird verringert. Und ganz ehrlich, das ist für mich dann, warum soll ich da noch leben? Weißt du, ich meine, mein Ziel des Lebens kann ich nicht mehr erreichen. Weil ich habe schon so die höchste Schwingung offensichtlich, die ich jetzt hier erreichen kann. Ich meine, ich komme schon da so nicht klar, weil ich viel zu sehr wie jeden Tag denke, sag mal, was für Geisteskranken lebe ich hier eigentlich? Und das meine ich völlig ernst. Ich kann hier nichts mehr machen, ich brauche hier nicht mehr sein. Verstehst du mir? Für mich kommt es nichts auf Überleben an oder Familie hier irgendwie meine Gene durchdrücken. Fickt euch! Ist mir egal. Weißt du, so solange ich mich oder nicht die Familie, wenn ich eine hätte, bewusstseinstechnisch weiterbringen kann, weil es nicht möglich ist. Warum soll ich deine Familie gründen? Warum soll ich weiterleben? Macht gar keinen Sinn. Es ist so wirklich, dann vernichtet eure höheren Bewusstseine, da werdet ihr richtig viel Spaß haben, weil ihr werdet dann nämlich die letzte degenerierte Drecksmenschheit werden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das wird passieren. Also eins sage ich nur, ich werde mir bestimmt nicht hier ein Zwangsimpfabo geben, nur weil ihr Geisteskranken nicht mehr in der Lage seid, hier mal ein bisschen euer Bewusstsein zu erhöhen, Alter. Nee, tut mir leid, hat sich erledigt, weißt du so, das ist so. Also Leute, denkt dran, Sinn des Lebens ist es nicht rum, euch in den Arsch gegenseitig zu ficken, Alter, sondern hier ein bisschen euer Bewusstsein zu erhöhen. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, ich habe keinen Bock auf eure Arschfick-Gangbang-Geisteskrankgesellschaft, so weißt du, mit dem ganzen Tag Nadel in Arm und Maske vor der Fresse, so weißt du, und dann nur noch Dreck fressen, Dreckspropaganda rein in die Fresse bekommen, so weißt du. Wenn du Kinder hast, werden die von Anfang an missbraucht von irgendwelchen geisteskranken, linksfaschisten, kritischen Pädagogen, Müll. Könnt ihr alles vergessen, wird nicht passieren. Verstehst du, ich bin jetzt auch mittlerweile an der Stelle, wo ich sage, Diskussion gibt es nicht mehr. Die Argumente sind ausgetauscht. Es ist klar, wer auf der richtigen Seite steht und wer nicht. Und da brauchen wir dann nicht mehr diskutieren. Dann baut halt eure Lager, steckt Menschen wie mich weg. Schickt eure Impftruppen und fühlt euch noch wie die besten Menschen. Tut mir leid, hat sich erledigt. Ich sag, Libertarian Jabulon sagt, fuck off, ihr kriegt meine Seele nicht.